Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Hallo, herzlich willkommen zum VfR TV. Das Spiel ist vorbei, Sieg zu Hause 2:1. Ich begrüße Daniel Weber wieder. Hallo Daniel. Daniel, heute mal ungewohnt von der Trainerbank. Normalerweise sitzt du ja nicht so oft. Wie war es heute? Saßt du heute viel oder warst du wieder am Spielfeld und musstest agieren nach dem Ergebnis von 2:1? Ja, erste Halbzeit saß ich viel. Da wollte ich mir erstmal in Ruhe angucken und habe wenig gestanden. Aber wie gesagt, zweite Halbzeit hält es mich dann leider auch nicht mehr, wenn man ein bisschen fahrlässig mit seinen Möglichkeiten umgeht, den Gegner auch eventuell wieder ins Spiel zu lassen, so wie wir es dann am Schluss auch getan haben. Das stört mich dann einfach und dann muss ich da ein bisschen rumtitschen, damit es auch meine Energie ablädt und ich muss dann auch taktisch natürlich ein bisschen immer was tun, damit der ein oder andere, damit dem sein Laufweg passt und dann geht's dann wieder. Aber du sagst, du saßt viel in der ersten Halbzeit. Lag es daran, dass du zufrieden warst oder dass du einfach mal kurz den Gegner analysieren wolltest? Warum saßt du viel? Nein, wir haben halt abgesprochen, dass ich mich am Anfang vielleicht ein bisschen mal zurücknehme. Ich habe viel Vertrauen heute vorneweg reingegeben ins Spiel und habe auch gedacht, vor allen Dingen durch die Trainingsleistung, dass wir das heute viel, viel souveräner spielen. Mhm. Und wir sind aber leider ein bisschen ungeduldig geworden. Der eine oder andere hat nicht sein Leistungspotenzial in der ersten Halbzeit abrufen können. Der Gegner hat tief gestanden und immer wieder das Leben schwer gemacht, da durchzukombinieren. Und dann wären wir einfach ein bisschen zu ungeduldig manchmal. Und wenn du dann Chancen hast, und wir hatten drei riesengroße, dann musst du halt einfach mal einen machen, damit das Ganze ruhiger wird. Und ich wollte mir das mal ein bisschen analytischer anschauen. und das hab ich, wie gesagt, gemacht. Aber dann zweite Halbzeit hält es mich einfach nicht mehr. Da du die drei Großchancen angesprochen hast, Oliver Haug, allein auf dem 16er zu, Torwart kam raus, schöner Lupfer. Muss er den machen? Ich denke mal schon. Also ein Bayernligaspieler sollte, wenn ein Torwart so hoch kommt und er eigentlich so viel Platz und Zeit hat, den Ball auch dann vernünftig im Tor unterbringen oder eine andere Entscheidung wählen. Der Olli ist so schnell, normalerweise kann er den Ball, wenn er ihn runternimmt, auch an jedem vorbeilaufen. Aber gut, wie gesagt, am Schluss des Tages ist man immer klüger. Ich habe da auch so ein Ding von Costa unter der Woche gesehen, auch so ein Lupfer, den er auch nicht macht. Also vielleicht mutet man seinen Spielern da ein bisschen viel zu manchmal. Aber gehen wir mal kurz von der Mannschaft auf einzelne Personen. Heute hat Mario hinten rechts gespielt. Wie fandest du ihn? Hat er sehr gut gemacht. Also man kann sich da defensiv, läuferisch vor allen Dingen sehr, sehr stark auf ihn verlassen. Er macht seine Seite gut zu und hat immer wieder gute Offensivansätze. Und das ist doch sehr, sehr wichtig. Also vor allen Dingen, wie gesagt, wenn uns jemand halt fehlt, und Tobi ist halt da raus durch deine rote Karte. Musst halt da du es ansprichst, Tobi, drei Spiele, richtig? Ja, leider drei Spiele. Aber gut, das ist halt so, ist die Regel, grobes Foulspiel, so ist gewertet worden und dementsprechend haben sie ihm drei Spiele aufgebrummt. Bisschen überzogen, meiner Meinung nach, aber gut. Aber wir akzeptieren es und werden daraus natürlich jetzt nicht irgendwo jemand Schuldigen suchen, sondern wir werden jetzt unser Spiel weitermachen, ein bisschen umstellen und die Punkte nächste Woche holen in Filzing. Ja, ich gehe davon aus, dass wir auch da wieder zeigen, egal wie das Spiel läuft, ob weil wenn wir eins in einem stark sind gerade ist, dann ist es vom Mentalen her auch einen Gegner in die Knie zu zwingen, wenn es auch manchmal nicht schön aussieht. Aber vielleicht muss man einfach mal auch sagen, dann machen wir es halt mal mit der groben Kelle. Wenn dann mit der groben Kelle viele Tore fallen, würde mich das nicht stören. Kannst du unseren Fans noch ein Wort mitgeben? Warum sollen sie nächste Woche mitfahren? Um 10.30 Uhr fährt der Bus los? Ich glaube, Filzing sind immer gut Zuschauer. Die spielen um den Abstieg oder um die Relegation, um den Abstieg da. Da wird viel los sein. Ich glaube, Niederbayern ist da immer eine Reise wert. Ich glaube, es soll sogar schönes Wetter werden nächste Woche. Also und außerdem drei Punkte auf dem Weg, den wir beschreiten wollen, sehen, glaube ich, gut aus. Okay, dann sage ich noch dazu, auch wenn es der Trainer nicht so direkt sagt, wir werden Offensivfußball bestimmt wieder zeigen, werden hoffentlich viele Tore sehen, werden auf jeden Fall ein spannendes Spiel sehen und auch eine schöne Heimreise haben. Also die Fahrt lohnt sich auf jeden Fall. Bis dahin, auf Wiedersehen, ciao.